Herzlich willkommen zurück zu einem YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal, liebe Leute. Ich stehe gerade auf dem Parkplatz in Stockerau oder auch Stockerau. Stockerau, ich weiß nicht genau, die Österreicher sagen es irgendwie mal so ein bisschen anders, aber ich bekomme es nicht so richtig hin. Auf jeden Fall geht es ins Top Body in meinem Home Gym, mein Favorite Gym ever, ever, ever. I love it there. Ich bin so happy und dankbar, dass ich da trainieren kann. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe meine maximale Ruhe und den perfekten Posing-Raum und einfach wunderbar. Es stehen heute Glutes, Beine auf dem Programm. Ich nehme euch komplett mit durchs Training, so ist der Plan. Um euch einmal meine neuesten Erkenntnisse der letzten Wochen, Monate zu zeigen, zusammenzufassen. Denn mein Training entwickelt sich immer weiter. Ich habe jetzt auch ja wieder letzte Woche mit Stefan trainiert. Und daraus ergab sich auch wieder einiges, was ich umsetze. Und ich nehme mich einfach mit. Erstmal schaut mir bitte mein cooles Outfit an. Also ich habe den neuen Zip-Pulli an, den ich so cool finde. Weil man den hier stellen kann, sodass der auch ein bisschen chillig sitzt. Richtig cool, oder? Man kann den auch locker machen, das heißt, er sitzt nicht eng, aber man kann ihn halt auch eng im Kopf tragen. Ich finde es richtig cool. Und dazu gibt es die neue V-Bund Leggings. Auch sehr cool. Hat sogar auch einen Scrunch integriert. Das trage ich gleich nicht im Training, sondern die Shorts. Aber ich mache jetzt erstmal Posing und dann ziehe ich die Shorts an. Freue mich sehr. Beziehungsweise ich mache jetzt nicht Posing, sondern also auch, aber ich mache einen Formcheck primär für Steffen vor dem Training, weil er ja immer einen Formcheck vor dem Training möchte, ohne Pump. Und nach dem Training übe ich dann das Posing. Let's go! Ich starte heute rein mit Hip Thrust an der Maschine und mache jetzt meinen zweiten Warm-Up-Set. Ich habe gerade gecheckt, wie viel Gewicht ich letztes Mal hatte. Ich muss wirklich sagen, gerade bei den Hip Thrust bin ich, was das Gewicht angeht, extrem runtergegangen, auch die ganze letzte Off-Season eigentlich. Und probiere mich da nicht zu krass so drauf versteifen. Ich orientiere mich daran, was ich letztes Mal gemacht habe, aber bin nicht mehr so, okay, du musst jetzt heute unbedingt mehr Gewicht bewegen, weil das schnell darin ausartet, dass ich meine Quads nutze, meinen Rücken nutze und nicht meine Glut nutze. Echt nur im Warm-Up 3 Reps und Kraft aufspannen für den Top-Set, der jetzt kommt. Und ihr habt es gerade schon gesehen, meine Ausführung ist wirklich relativ speziell geworden, würde ich fast sogar sagen. Aber die klappt für mich so gut. Ich spüre damit wirklich prima mein Glut. Ich stehe sehr eng eigentlich, kann dadurch einen guten Stretch hier im Glut erzeugen. Ich kippe meine Hüfte immer in die neutrale Wirbelsäule, das heißt, ich überstrecke nicht, aber ich kippe sie auch nicht so rum, also mache auch keinen Scoop oder so, sondern bin halt wirklich hier neutral und halte diese neutrale Wirbelsäule bis hier oben, okay? Das heißt, auch hier gehe ich nicht irgendwie in den Scoop, sondern bleib neutral und drücke, ganz wichtig, mit den Zehenspitzen in die Plattform rein und gehe dann wieder runter, Oberkörper komplett mitnehmen. Und dafür ist dieses Polster hier perfekt eigentlich, weil es halt schon flexibel, da kannst du halt den Oberkörper richtig schon aus der Position in die Position bringen und bringst nicht in Gefahr, dass du dann unter dem Rücken irgendwie wegklappst. Ego auszuschalten und sich zu sagen, Jule, laste den Muskel aus, nicht die Bewegung ausbelasten, nur den Muskel. Ich hätte locker jetzt noch 5 machen können, aber das wäre halt nicht mehr aus dem Glut gekommen. Und der Glut war vorbei und dann fertig. Weiter geht's mit Squats und der Multipresse, die ich jetzt wirklich endlich nach Ewigkeit mal wirklich gut fühle, mich sicher fühle, Rücken echt wenig spüre. Für mich die richtige Technik gefunden habe, und zwar stehe ich jetzt immer relativ breit. So könntest du es eigentlich quasi schon Sumo-Squat nennen, weil ich das Gefühl habe, dass ich meine Hüfte dann besser tief mit gerader Wirbelsäule platzieren kann. Und da könnt ihr einfach für euch so euren Stand rausfinden. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Wenn ihr breiter steht, habt ihr auch ein bisschen mehr Adduktor mit drin, was mir auf jeden Fall nicht schadet.
aber eben auch für mich fällt es leichter, den Glut zu aktivieren. Ich schaue jetzt wirklich darauf, dass ich den ganzen Fuß aktiviere, dass ich am tiefsten Punkt ganz bewusst die Zehenspitze mit in den Boden reinstelle und aus der Zehenspitze mitdrücke, sodass ich wirklich aus dem Glut mich hochdrücken kann. Genau, und zwei Warm-Up-Sets. Jetzt packe ich noch einen Zehner pro Seite drauf. Letztes Mal habe ich damit 8 Wiederholungen geschafft. Die waren nicht super, super tief, aber das ist jetzt das Ziel für heute. Weil letztes Mal hat es sich gut angefühlt. Heute fühle ich mich auch gut, deswegen schaue ich mal, wie sich das jetzt heute anfühlt. Hätte noch tiefer sein können, aber ich habe meinen Rücken nicht gespürt, hatte eine gute Kontrolle. Ja, war gut. Trotzdem bin ich jetzt einmal mit dem Gewicht runtergegangen und 5 Kilo pro Seite weniger gemacht, 12 Reps gemacht und jetzt mache ich noch einen Satz mit noch ein bisschen weniger Gewicht und schaue, wie viele Reps dann gehen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin so stolz auf meine Kniebeugen. Es ist wirklich Night and Day Difference. Vom Gefühl her, aber auch von der Optik. Diese Leg Press habt ihr mich auch mit Stefan machen sehen. Da habe ich mich im Nachhinein auch nochmal korrigiert, weil ich habe die angefangen und die war richtig gut. Und dann habe ich mich mit dem Gewicht gesteigert, weil ich mich gut gefühlt habe. Und irgendwann war ich wieder an dem Punkt, wo ich meinte, irgendwie ist mit denen nicht mehr so geil, die Beinpresse. Weil ich mit dem Gewicht zu weit oben war. Also jetzt in der Retro-Perspektive betrachtet. Und dann wieder zu lange an den Rücken gearbeitet hat. Es ist eigentlich immer dasselbe und ich muss mich immer wieder selber korrigieren. Deswegen hier Gewicht runter. Und was wir gemacht haben ist, wir haben mir hier was zwischengelegt. Ich muss mir jetzt echt mal irgendwas bestellen, irgendwie ein Schaumstoffteil oder so, was ich mir reinlegen kann. Weil, was wir halt vermeiden wollen in dieser Position ist, dass meine Hüfte so reinklappt. Okay, das wollen wir auf gar keinen Fall, weil dann arbeitet der Rücken und der Glut nicht. Dann wird der Glut nicht mehr gedehnt, sondern das volle Potenzial der Hüftstreckung und der Dehnung wird einfach minimiert oder reduziert, sagen wir es so. Das heißt, was für mich immer wichtig ist, auch im untersten Punkt, immer schön hier, immer vom Kopf her darauf fokussieren, Hohlkreuz, Hohlkreuz, Hohlkreuz. Ich will kein Hohlkreuz machen, weil Hohlkreuz wäre überstreckt. Aber ich bin so weit davon entfernt, dass es ein Hohlkreuz wird, dass ich mir das vorstellen kann. Versteht ihr? Genau, das heißt, schaut euch das gleich nochmal an und achtet wirklich mal hier auf diesen Part. Mein Rücken darf nicht nach vorne klappen. Und daran arbeite ich explizit und dafür ziehe ich halt ganz doll meine Schultern zurück. Stell mir immer vor, dass ich im Hohlkreuz bleiben will. Jetzt bin ich, jetzt seht ihr, das wäre total falsch. Aber ich drücke mich jetzt raus und korrigiere mich und starte dann die Bewegung. So, gute Wirbelsäule. Schön die Schultern zurückziehen. Und jetzt fokussieren, Hohlkreuz, 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 Hohlkreuz und rausdrücken. Und dann spüre ich halt auch extrem mein Glut. Die Erbs heute wirklich mit Fokus auf perfekte Technik mit dem Gewicht relativ runtergegangen. Einfach weil ich jetzt Adias relativ am Ende mache als 4. Übung und mein ganzer Organismus schon ein bisschen vorbelastet ist und das Risiko größer ist, dass ich mehr als Rücken ziehe. Deswegen einfach Gewicht runter, Fokus auf Technik und Tempo und auf den vollen Stretch und darauf, dass ich wirklich nur aus dem Glut ziehe. Und funktioniert super. Ich habe gerade zweimal
zwei Sätze gemacht mit jeweils 26 Kilo und jetzt gehe ich noch einen runter, 24 Kilo und ist auch voll gut. Also Ego runter ist wirklich okay. Jetzt kommen wir zu einer Übung, auf die wahrscheinlich viele von euch gewartet haben, und zwar die Abduktion. Denn ich habe im letzten Video mit Stefan gesagt, dass ich die Abduktion jahrelang falsch gemacht habe. Und ich habe echt überlegt, was habe ich konkret falsch gemacht, was mache ich jetzt anders. Und es ist gar nicht mal so leicht zu definieren, weil früher habe ich einfach Abduktion gemacht, weil ich dachte, ich trainiere mit meinem Glut. Also ganz früher, ich sag mal so 2020 bis oder 2019 bis 2022, Anfang 22, und ich hatte halt auch fast gar kein Glutmedius, weil ich gar nicht bewusst irgendwas gemacht habe, sondern ich habe einfach diese Übung ausgeführt. Und irgendwann habe ich das Verständnis dafür bekommen, okay, mit der Abduktion, wenn du dich nach hinten lehnst, trainierst du den Medius, und wenn du dich eher nach vorne lehnst, dann trainierst du eher den Maximus, also den großen Anteil vom Glut. Und den Maximus trainieren wir ja eh schon bei ganz vielen Übungen, und deswegen mache ich die Abduktion primär nach hinten gelehnt für den Glutmedius, damit man eben oben schön diesen vollen runden Glut bekommt. So, was ich jetzt mit Stefan besprochen habe, was wichtig ist. Erstmal die allgemeinen Prinzipien, dass wir nicht reißen bei der Bewegung, dass wir schön kontrolliert bleiben, dass wir uns auf den Zehenmuskel fokussieren. Und dann ist immer die Frage für mich gewesen, okay, wie halte ich meine Hüfte? Kippe ich die jetzt eher nach vorne? Kippe ich die jetzt eher nach hinten? Halte ich die komplett gestreckt? Ist Sitzen gut oder sollte ich lieber das im Stehen machen? Ich habe schon unendlich viele Sachen jetzt ausprobiert. Und ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, ich habe ja hier immer meinen Tensor Fasciae Latae, den habe ich halt immer mittrainiert, weil der ist auch für die Abduktion zuständig. Und der ist einfach immer und immer mehr gewachsen und der ist einfach ultra stark geworden, weil ich gar nicht richtig verstanden habe, womit ich überhaupt hier gerade arbeite. Und ich glaube, das war so mein Hauptproblem. Und was ich jetzt wirklich herausfinde, beziehungsweise was ich für logisch halte, ist, dass ich meine Hüfte nicht nach vorne gekippt halte, auch nicht extrem ins rückwärts gehe, sondern dass ich meine Hüfte neutral halte. Das heißt, so neutral halten, also nicht noch weiter rein, aber auch nicht nach vorne kippen, sondern neutrale Hüfte, weil das im Endeffekt die natürlichste Position ist, genauso wie wir sie bei den Hip Thrust haben, genauso wie wir sie bei den Kniebeugen haben, bei der Beinpresse, bei den RDLs, haben wir immer eine neutrale Hüfte, neutrale Wirbelsäule, deswegen halte ich die auch hier neutral. Und ich führe meine Knie nach außen, soweit ich kann, in die Kontraktion rein und ich spüre richtig hier, wie der Medius anspringt. Und ja, auch der Tensor, der springt mit an, weil der ist halt für die Bewegung zuständig. Ja? Aber das Wichtigste ist, dass ich mich hier halt auf den Medius konzentriere, sich da wirklich reinsqueeze und mich dann kontrolliert zurücklasse und kontrolliert wieder nach außen gehe. Hier richtig schön in die Spannung rein und ich merke richtig, dass hier der Muskel halt richtig hart wird, dass er in der richtigen maximalen Kontraktion ist, am äußersten Punkt. Genau, also wichtigster Punkt, Hüfte und Wirbelsäule neutral lassen, also nicht nach vorne kippen, nicht extrem ins Hochkreuz gehen. Was ich dann mit Stefan besprochen habe, ist, okay, sollte ich mich vielleicht einfach lieber komplett gerade hinstellen? Also ich mache ja die Abduktion auch ab und zu, gerade in letzter Zeit, im Stehen, weil ich das Gefühl hatte, dass es super ist, weil ich da mehr in die Dehnung reinkomme, weil ich das Bein quasi weiter reinnehmen kann und weiter rausnehmen kann. Hier meint Stefan aber, dass die Gefahr eher größer ist, dass mein Tensor dadurch stärker belastet wird, weil der eben auch nochmal für die Hüftstreckung zuständig ist und der mehr stabilisieren muss. Auch im stabilisierenden Bein merkst du es halt dann extrem im Tensor. Deswegen mache ich es jetzt eher wieder am Sitzen, trotzdem aber nach hinten gelehnt, weil das ist ja dann für den Medius. Weil wenn ich mich nach vorne lehne, dann habe ich halt noch meine Dehnung im Maximus und dann kriege ich eher den Maximus rein. Und hier ist dann wieder mein Problem, dass ich mich nicht mobilitätstechnisch noch nicht so weit nach vorne reingeben könnte, dass meine Wirbelsäule hier nicht einrundet, sondern gerade bleibt. Und könnte ich mich jetzt so quasi mit dem Oberkörper nach vorne kippen, quasi ein ADR machen, dann wäre das super, weil dann wäre mein Maximus richtig schön gedehnt, meine Wirbelsäule neutral und ich könnte richtig den Maximus treffen. Aber das ist dann nicht meine Übung unbedingt für den Maximus. Dafür habe ich halt jetzt andere Übungen, an denen ich arbeite. Deswegen hier schön nach hinten lehnen, nicht in die volle Hüftstreckung gehen, weil dann der Tensor mehr arbeitet, aber so in diese halbe Hüftstreckung gehen, würde ich jetzt sagen. Und dann hier einfach komplett in die Streckung gehen und in die Außenrotation gehen, in die Abduktion gehen, mein Gott, genau. Und was hier wirklich schnell passiert, ist, dass man dann so nach
vorne reinkippt schnell. Das heißt, immer wieder kontrollieren, Bauch anspannen und halt sich vorstellen, man möchte leicht ins Rückgrat gehen, dadurch die Wirbelsäule neutral hält. Und I mean, I still figure it out. Das ist das, was ich jetzt mit Stefan besprochen habe, was für mich persönlich klappt. Grüße von back home. Natürlich ist mein Akku leer gegangen auf den letzten Meter. Deswegen habe ich euch die Kickbacks noch mit dem Handy abgefilmt. Das war dann auch meine letzte Übung. Die habe ich aber wirklich nur, da habe ich nur einen Satz gemacht und dann noch einen Dropset hinterhergehauen, weil mein Glut war eigentlich schon durch. Ich wollte noch einmal das letzte bisschen raus-squeezen. Und dann bin ich posen gegangen. Noch zum Abduktor abschließend. Ich probiere immer noch herauszufinden, wie die perfekte Ausführung ist. So weiß ich auf jeden Fall, dass meine Hüfte stabil ist, dass ich meinen Glute Medius treffe. Und ich werde berichten, wenn ich Neuigkeiten habe. Kommentiert aber gerne, wie ihr die Abduktion am besten spürt. Wie ihr am besten euren Glute Medius trefft. Wenn ihr einen guten Glute Medius habt, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass ihr euren Glute Medius gut trefft. Wenn nicht und ihr aber den Glute Medius macht, dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass ihr eure Abduktionsvariationen überdenken könnt. Das könnt ihr ganz sicher, ganz easy mit Formchecks einfach feststellen, wie euer Glute Medius so ausgeprägt ist. Ansonsten, wie gesagt, lasst einen Kommentar da, wie ihr das Training findet, welche Erkenntnisse ihr vielleicht neu mitgewonnen habt, was ihr spannend findet, was ihr vielleicht auch nicht so seht. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Denn viele, viele Wege führen nach Rom und es muss nicht nur die eine Technik geben, die perfekt ist. So ist es für mich aktuell am besten und wie gesagt, ich denke, dass es so für mich der richtige Weg ist. Ich hatte ein gutes Training, war jetzt nicht, dass ich irgendwelche PRs rausgehauen habe, großartig. Aber das ist jetzt VWX Out auch nicht mehr das Ziel, sondern das Ziel ist es wirklich, den Muskel gut zu treffen, nicht bewegen auszubelasten, sondern den Zehmuskel auszubelasten und verletzungsfrei zu bleiben, die Gewichte zu halten und aber mich auch immer wieder zu resetten. Wisst ihr, das war halt wichtig auch bei den RDLs. Ich hätte jetzt da wieder meine 36 bis 38 Kilo machen können. Aber das hätte mich wahrscheinlich nicht so, hätte mein Glut wahrscheinlich nicht so getroffen wie jetzt die 26 oder 24 Kilo, versteht ihr? Manchmal darf man sich dann auch wirklich mit dem Ego ein bisschen runterfahren. Und das nächste Mal, wenn ich wieder RDLs mache und sie an den Anfang stelle, dann werde ich wieder meine Gewichte nutzen, die ich schon mal genutzt habe, die sich dann gut angefühlt haben, als ich am Anfang gemacht habe. So viel dazu. Ich bin ultramüde geworden. Ich habe gerade hier noch Work und werde mich gleich zu Fuß auf den Weg zu Niki machen. Das ist ungefähr eine Stunde Fußweg. Weil ich habe heute noch keine Stepsets gemacht und ich werde hoffentlich ein bisschen aufwachen. Ich merke es jetzt wirklich, dass ich energietechnisch ein bisschen abgesackt bin, die letzten zwei Wochen würde ich sagen. Und jetzt macht es sich bemerkbar. Ich halte mich auf dem Laufenden, wie es so weitergeht. Manchmal denke ich, ich bin schon irgendwie fast fertig, manchmal denke ich, ich bin noch irgendwie ganz schön fett. Es ist so minütlich anders, aber ich probiere mich einfach abzulenken und nicht zu viel drüber nachzudenken oder irgendwas zu analysieren. Morgen ist ein neuer Tag. Und dann schauen wir weiter. Bis bald, Leute. Danke für alles. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Und wir sehen uns im nächsten Video.